So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich hatte schon angekündigt, glaube ich, dass ich zum Jahreswechsel jetzt mal ein paar Statistiken zeigen wollte, habe mir da ein paar Videos zurechtgemacht, das machen ja viele und es kamen auch viele Anfragen an, natürlich, Ramses, wie viele Erfahrungspunkte hast du denn jetzt insgesamt und zeig doch mal deinen Medaillenfortschritt und alles, deswegen habe ich mir gedacht, okay, mache ich das natürlich auch, weil das jeder macht. Und weil die Anfrage natürlich da war, auch wenn es nur für einzelne Personen waren, aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Deshalb wird es ein Video geben zu den Medaillen und den Erfahrungspunkten. Ich werde ein Video machen zu den Arenen, wie viele Arena-Orten ich insgesamt habe, wie viele goldene Arenen, was das so für Arenen sind, wo die so sind, alles. Wir werden nochmal drauf schauen. Dann werde ich ein Video machen, meine Luckys. Ich glaube, das lasse ich weg, weil das ist richtig behindert. Die meisten habe ich nämlich einfach wieder weggeschickt, weil die kacke waren. So müsste ich den Pokédex durchgehen und wir gucken uns nur an, wo der Hintergrund ausgefüllt ist und wo nicht. Aber wenn ein richtig gutes Lucky dabei ist, seht ihr das ja auch bei meine 100er. Denn das wird auf jeden Fall auch kommen. Meine 100er Pokémon vom kleinsten WP-Wert bis zum höchsten werden wir mal durchscrollen, welche 100er alle dabei sind. Und natürlich, was nicht fehlen darf, meine Shinies. Welche Shinies habe ich jetzt schon alle? Habe ich schon welche entwickelt? Habe ich doppelte? Sonst was? Wie sah es bei den Community Days aus? Was für Legendäre? Die waren jetzt nun auch schon 100 Mal da. Auch Lugia, Ho-Oh und so weiter. Ist noch gar nicht so lange her. Aber wir fangen jetzt mal an. Ihr seht, ich heiße immer noch Ivar Scharf. Team Gelb. Level 40. Und ich habe die ganze Zeit ja schon überlegt, ob ich meinen Namen im Spiel nicht vielleicht ändern soll. Und den einfach Ramses der Dicke nennen, wenn das funktioniert. Dass wenn ich in Arenen sitze, man weiß, ach hier, Ramses der Dicke. Was ist das für ein Kasper? Erstmal bei YouTube gucken. Nein, aber so erkennt man einen vielleicht wieder. Ist natürlich scheiße, weil ich dann bei den... Schade. Weil ich dann in der Freundesliste nicht mehr bis oben stehe. Dadurch, dass ja alles mit A anfängt. Ivar Scharf, Ivar Mild, Ivar Soft. Ist das immer schön bis oben. Wenn ich dann Ramses der Dicke, dann versinke ich wieder in der Versenkung. Ne, da verschwinde ich wieder in. Ach, ich bin einfach dann weg vom Fenster. Ich stehe immer hier vom Fenster, ne? Wie ein Gangster. Aber wir schauen jetzt mal. Ich habe mir den Pullover gegönnt. Wie ihr seht im Hintergrund. Erstmal auf die Erfahrungspunkte im Gesamten. Ich habe jetzt genau 92,296 Millionen. 92 Millionen Erfahrungspunkte. Ja, das ist Level 40, das ist 4,5 mal Level 40 so ungefähr. Und mein Startdatum war der 19.08.2016. Das ging ja im Juli ging das, glaube ich, offiziell los. Also Juli, August, bin halt im August gestartet. Manche konnten natürlich beta-mäßig schon im Juni da mal reinschauen. Den ganzen Juli habe ich verpasst und erst als der Hype vorbei war und die meisten wieder abgesprungen sind, kam dann ich hinzu. Nur durch den Iswo, der ist schuld, der war hier, der hat gesagt, komm bitte, lade doch mal fix die App. Wir wollen wenigstens die zwei letzten Tage zusammen das mal zocken. Wenn ich wieder weg bin, kannst du das ja wieder löschen. Ja, habe ich aber nicht, wie ihr seht, und habe einfach weitergemacht seitdem. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, die Medaillen, wie es da also aussieht. Die Jogger-Medaille, laufe 1000 Kilometer, habe ich jetzt also 5500 Kilometer, auf Gold natürlich. Kando, trage 100 Pokémon im Pokédex ein, habe ich die 151 voll. Nicht zuletzt auch Dank an Iswo, der mir noch einen Tauros rübergetauscht hat, was mir gefehlt hat. Aber es gab ja dann auch dieses Kando-Event mit den regionalen Eiern, dass ihr die Pokémon hinterhergeworfen bekommt. Müsste also eigentlich jeder voll haben, der schon etwas länger spielt. Sammler, fange 2000 Pokémon. Da bin ich jetzt bei 82.700. Ist jetzt nicht so krass. Andere Level 40er haben da schon 150.000, 200.000, habe ich alles schon gesehen, aber ich bin in letzter Zeit auch ziemlich faul geworden, gehe eigentlich nur noch zum Raiden, nicht mehr großartig zum Fangen. Forscher, entwickle 200 Pokémon, 9.700 sind entwickelt worden, da habe ich früher natürlich auch viel mehr entwickelt, jeden Sonntag bei dem 7er Serien Lauf, habe ich da ein Glücksei rein, den ersten Stop gedreht, das erste Pokémon gefangen und die halbe Stunde gleich durchentwickelt, alles was da war, dann immer gewartet bis zu dem Thanksgiving-Event, was es damals ja noch gab, wo es auch doppelte Erfahrungspunkte auf alles gab, auch auf Entwicklungen, wo ich also die vierfache Menge EP bekommen habe fürs Entwickeln von Pokémon, gab es seitdem leider nie wieder.
Und ich habe so viele Bonbons und so oft gesammelt, aber mittlerweile traue ich mich gar nicht mehr schon so zu entwickeln. Deswegen ist das Entwickeln ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Züchter, brüte 500 Eier aus. Da sind wir jetzt bei 4.433. Zu bestimmten Events ist das mal mehr, zwischendurch ist es wieder weniger. Gerade wenn besondere Sachen sind, wie die regionalen, habe ich richtig viel gebrütet. Oder wenn die neue Baby-Pokémon erscheint, brütet man natürlich automatisch mehr, dass man da auch die alle bekommt. Backpacker, besuche 2000 Pokestops, 72.831. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein guter Wert ist oder nicht. Ihr könnt natürlich vergleichen mit euren Sachen. Kämpferin. Weiblich, okay. Gewinne 1000 Arena-Kämpfe. Da habe ich gesehen, auch bei vielen großen YouTubern oder bei vielen bekannten Leuten wie Hong, Spieletrend, sonst was, die haben alles so, naja, weniger. Das war schon immer, die meisten Leute kamen einfach an, haben immer die Arenen gehabt, aber als Gelber hat man es einfach von Haus aus schwer. Obwohl die beide sind ja gelb. Na egal, achtet einfach nicht drauf, was ich gerade sage. Kam noch zu früheren Zeiten, wo man immer die Leute aus den Arenen rausknüppeln musste. Und hier war einfach alles blau, alles rot. Es gab kein Gelb. Ich musste mir immer meinen Platz erkämpfen. Auch jetzt noch natürlich. Genau woanders sind Gelbe dabei. Die machen auch mal Arenen, da kann man sich nur reinsetzen. Und bei uns ist immer alles voll. Wenn ich einen Platz brauche, ich muss mir den freikämpfen. Grüße gehen raus an Extreme und Horsti, die einen da manchmal unterstützen, auch noch gelb machen, sonst gibt es nicht so viele krasse Spieler, die gelb sind hier bei uns. Deswegen bin ich immer nur am Kämpfen, 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 das ganze Leben ist ein Kampf, die Arenen ganz besonders. Und 16.800 ist, glaube ich, schon eine gute Zahl. Es gibt sicherlich mehr, aber bei vielen habe ich gesehen, die haben einfach weniger. So, da bin ich besonders stolz drauf, dass ich so viel kämpfen muss. Teenager, T-Nager, wie Schilling immer sagt. Fange 300 winzige Radfratz, sind wir bei 629. Pikachu-Fan, fange 300 Pikachu, bin ich jetzt bei 1085 und die gibt es ja wirklich bei jedem Event. Früher Mangelware, dann bei jedem Ding immer, Halloween kommen die mit Mütze, im Frühling kommen die mit Mütze, zum Kanu-Event kommen die ohne Mütze, dann zu Weihnachten kommen die mit Mütze. Ja, also, wer die noch nicht voll hat, der ist selber schuld, weil die werden ja auch hinterhergeworfen. Johto, registriere 70 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden. 99, Gold. Da fehlen, glaube ich, noch Kontinentale. Waren da überhaupt Kontinentale dabei? Ich weiß es nicht. Ja, egal, ihr habt das ja besser im Überblick bei euch. Vergleicht halt immer mal Kampflegende. Gewinne 1000 legendäre Raids. Da bin ich jetzt bei 1516 und ja, am meisten macht man natürlich legendäre Raids, wenn man die Möglichkeit hat, nimmt man ja die legendären mit, weil die meistens auch richtig krass und brutal sind, außer Cresselia, das ist richtig gay. Und an normalen Raids, was will man da großartig machen? Viele kann man einfach so fangen, die brauche ich mir nicht aus einem Raid rausziehen. Wenn, dann habe ich immer nur Machomai oder Despo da gemacht. Aber die waren dann auch mal fort, dann mal wieder da und dann erscheinen die so selten. Aber beim Legendären, wisst ihr, da kommen am Tag 200 Raids überall. Habt ihr also keine Probleme, die voll zu machen, wenn ihr natürlich was investiert. Sonst habt ihr ja nur euren eigenen Pass, den einen freien. Bärenmeister, verteile in Arenen 1000 Bären. Jetzt habe ich 50.081, also auch die Goldmedaille. Arena-Leiter, verteidige Arenen für 1000 Stunden, sind wir bei 36.300. Höhen, registriere 90 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Höhenregion entdeckt wurden. 130 Gold, also auch da. Pokémon Ranger, führe 1000 Feldforschungsaufgaben aus. Bin ich jetzt bei 1906. Als ich angefangen habe mit den Videos, war ziemlich am Anfang die Goldmedaille auch dabei, als ich die 1000 erreicht habe. Jetzt 100 Folgen später, 150 Folgen, 160 Folgen später, fast das Doppelte schon. Aber viele Aufgaben lösen sich ja von alleine, manche die klicke ich auch einfach weg, die einfach wären, weil ich aber keine Bären brauche, sondern auf Pokémon-Belohnungen aus bin, lasse ich viele einfache Aufgaben manchmal weg. Deswegen könnte das viel höher sein. Bühnenstar.
werde beste Freunde mit 3 Trainern, bin ich aktuell jetzt bei 44 und mittlerweile lösche ich sogar beste Freunde, weil ich einfach keinen Platz mehr habe und die 200 immer voll ist und es ja eh nicht weitergeht und wenn die Leute von weiter weg kommen und du mit denen eh keine Raids machst oder die hier am Ort sind, lösche ich die auch mal wieder raus, um Platz für neue zu schaffen, mit denen man noch aufsteigen kann und interagieren. Also nicht böse sein, das ist nichts Persönliches. Gentleman, tausche 1000 Pokémon, sind wir bei 3157. Pilot, tausche Pokémon über insgesamt 1 Million Kilometer Distanz, sind wir bei 1.983.000, also fast die 2 Millionen voll. Und da geht ein Dank raus natürlich an Isbo, der hatte mit mir, als er da war im Urlaub, jeden Tag wirklich das Tauschlimit bis an die Spitze getrieben, jeden Tag mit mir 100 Pokémon getauscht, weshalb die Medaille natürlich relativ fix auf Gold war und auch die, denn bei jedem Tausch gab es ja dann auch 250 Kilometer dazu, er kommt ja Richtung Stuttgart, Richtung Thüringen, hier runter Hildburghausen so, das gibt sich also, 4 Tauschs und ihr habt schon 1000 Kilometer drauf. Angler, und die fehlt mir immer noch, fange 300 große Carpador, bin ich jetzt bei 294, noch 6 Stück. Und ich wollte schon immer mal ausprobieren, ob das auch zählt, wenn man sich ein XL Carpador rübertauscht, ob das da eins dazu zählt. Und ich denke so oft dran, aber ich vergesse es dann doch wieder und habe das immer noch nicht ausprobiert, aber die 6 Stück werde ich auch noch so wild fangen, dass ich das nicht mit Tauschen beschleunigen muss. Ass-Trainer, trainiere 1000 Mal, 374. Und das war leider richtig mies, da es ja damals, wie gesagt, auch keine gelben Arenen großartig gab, wo man sich einen Platz frei machen musste, wo man hochtrainieren konnte und man einfach immer nur blaue und rote Arenen vorgefunden hat, an denen man einfach selber immer nur kämpfen musste, war die Kampfmedaille so groß, aber bei Ass-Trainer hat sich einfach nichts getan. Dann war die komplett weg, ist jetzt erst wieder zurück ins Spiel gekommen. Aber jeden Tag hier sitzen und 100 Mal gegen den eigenen Trainer da battlen, finde ich richtig langweilig. Deswegen lasse ich mir da Zeit. Genau, Incognito haben wir noch. Fange 26 Incognito. 15 von 26 haben wir jetzt. War ja damals in Gera. In Prag waren wir unterwegs. In Oberhausen, in Dortmund, in Erfurt. Also immer wenn es irgendwo Events gab und Buchstaben. Ich habe auch außerhalb der Events noch keins gefangen. Immer nur die entsprechenden Buchstaben, die es halt zu den Zeiten immer gab. Champion, gewinne 1000 Raids. Das sind also jetzt die normalen Raids und da seht ihr, bin ich noch nicht auf Gold. Da fehlt noch einiges, aber wie gesagt, was will man auch großartig für Raids machen? Man könnte auf Shiny-Jagd gehen, was ich auch manchmal mache, also bei Alola Raichu, Alola Knogger oder beim Flunkiefer damals. Aber an sich lohnt es sich eigentlich für die Erfahrungspunkte wirklich auf legendäre Raids zu gehen und da krasse Viecher rauszuziehen, denn was wollt ihr mit einem, na gut, 100% Hundemon? Da gibt es viel bessere Unlichtangreifer natürlich mit Despo da. Da ist man jetzt nicht so gehypt, wenn dann Hundemon aufgeht oder andere Sachen. Und ja, gerade die kleineren Raids auch uninteressant für die Leute, die keine großen machen können. Aber die, die große machen können, die lassen die kleinen meistens stehen. Raids zumindest. Und deswegen fehlt da halt noch ein bisschen was, wird aber auch noch nachgeholt irgendwann. Sino, registriere 80 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sino-Region entdeckt wurden. Bin ich jetzt genau bei der Hälfte, 40 von 80, aber da ist ja noch nicht alles da. Und wenn das alles draußen ist, werde ich sicherlich auch dann relativ zeitig voll sein, denke ich mal. Veteran der Superliga, gewinne 200 Trainerkämpfe in der Superliga. Bin ich bei 51 von 200 die Silbermedaille erreicht, weil die meisten kämpfen einfach immer in der kleinsten Liga, weil man da ganz andere Möglichkeiten hat natürlich. Veteran der Hyperliga, 13 von 50, nur Bronze bis jetzt. Hier sieht es auch nicht besser aus. Veteran der Meisterliga, 17 von 50, auch nur Bronze. Aber das ist ja auch frisch eingeführt worden und man muss nur 200 erreichen für Gold. Das ist also trotzdem jetzt nicht so die Wucht. 1000 wäre da schon was anderes gewesen. Jetzt sind wir hier erst einmal durch bei den normalen und gehen mal runter auf die typspezifischen Sachen. Fange 200 Pokémon vom Typ normal. Da sind wir jetzt bei 31.400.
Schulkind. Schwarzgurt dann, fange 200 Pokémon vom Typ Kampf, 2500. Vogelfänger, fange 200 Pokémon vom Typ Flug, 22.600. Und ich hasse das so, jetzt eben ist der Akku schon wieder leer gegangen, die Kamera schon wieder aus, obwohl ich die über Nacht extra geladen habe. Also der macht's auch nicht mehr lange. Jetzt geht's aber trotzdem weiter. Ist ja jetzt nicht mehr so viel. Wir waren beim Panga angekommen. Panga, fange 2000. Jetzt bin ich wieder komplett raus. Fange 200 Pokémon vom Typ Gift. Sind wir bei 17.530. Ruinenmaniac. Fange 200 Pokémon vom Typ Boden. 4669. Wanderer. Fange 200 Pokémon vom Typ Gestein. Sind wir bei 3700. Käfersammler. 200 Pokémon vom Typ Käfer. 16.550. Hexe, fange 200 Pokémon vom Typ Geist, 2252. Eisenbahner, fange 200 Pokémon vom Typ Stahl, 1846. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist die Medaille, die mir bis zum Schluss noch gefehlt hat von den Typen. Selbst die Unlichtmedaille hatte ich eher voll. Obwohl Gramurks erst viel später dazu kam. Selbst die Drachenmedaille hatte ich eher voll, obwohl Dratini ja eigentlich seltener ist. Aber ich hatte die Drachenmedaille eher voll als die Stahlmedaille. Ich habe dann immer mich über jedes Magnetilo gefreut, was ich gesehen habe, weil das die einzige Möglichkeit war, natürlich in der Generation 1 großartig jetzt die Medaille zu pushen. Dann kam ja der Panzer Aeron hinzu, dann kam Stolunio hinvor oder Stolos so, man konnte dann auch Raids machen. Viele Legendäre hatten dann auch den Typ Stahl noch mit in sich vereint. Zum Beispiel Registeel, mehr fällt mir gerade nicht ein. Da hätte man das auch pushen können. War dann aber irgendwann voll, wunderbar, kann man nicht meckern, jetzt sogar 1800 und früher hatte ich an den 200 so ewig zu knabbern. Hitzkopf, 200 vom Typ Feuer, sind wir bei 3086. Schwimmer, 200 vom Typ Wasser, 14.610. Gärtner, 200 vom Typ Pflanze, 7.300. Rocker, 200 vom Typ Elektro, 3356. Psycho, 200 vom Typ Psycho, 6509. Skifahrer, 200 vom Typ Eis, 2925, die kann man jetzt natürlich wieder richtig gut pushen, während des Weihnachtsevents, weil da ja natürlich überall Schnee-Pokémon sitzen und Quiekel auch häufiger ist oder auch Botogel, Schneebedeck, da werden die 3000 sicherlich noch voll gemacht. Drachenprofi, 200 Pokémon vom Typ Drache, 739, und ihr seht, das ist jetzt auf einmal die geringste Zahl, das wenigste, wenn man es jetzt auch mit Eisenbahner vergleicht, der Stahlmedaille, wo auch schon über 2000 jetzt drauf waren, glaube ich, 2000. Aber ich hatte die trotzdem eher voll als die Eisenbahnermedaille, nur seitdem findet man kaum noch Drachen, aber dafür viel mehr Stahl-Pokémon, jetzt ja auch beim aktuell der Raid-Boss ist ja auch wieder Stahl, Heatran, wie man es immer ausspricht, ist euch überlassen. Halbstarke, 200 Pokémon vom Typ Unlicht, 3200. Träumerin, 200 vom Typ Fee, 2852. Und, ja, das war's anscheinend. Schauen wir mal runter, da seht ihr es also. In der Übersicht die ganzen goldenen, silberne, zwei bronzene und bei den Typen habt ihr natürlich alle voll. 19.08.2016 gestartet. Wann habt ihr gestartet? Seid ihr von Anfang an dabei? Seid ihr später hinzugekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie viele Erfahrungspunkte habt ihr? 92 Millionen. 4,5 mal Level 40 und andere sind immer noch nicht Level 40, die trotzdem schon seit Anfang an spielen. Aber gut, es muss ja nicht jeder so rumsuchten und seine ganze Zeit, Freizeit, Energie, Kraft und vor allem Kohle in das Spiel stecken.
Das gehört nämlich auch noch dazu. Manchmal denke ich, nur der, der am meisten Geld ausgibt, der kommt auch am höchsten. Ist so, wenn ihr da einfach 24 Stunden mit einem Glücksei rumlauft und vor jedem Raid ein Glücksei einwerft und vor jedem Raid ein Sternstück einwerft und jeden Raid macht, das geht eigentlich alles ins Geld. Ein normaler Mensch, der sich in Arenen setzt, kann nicht so viel machen, der kriegt was hinterhergeworfen, okay. Also er verdient es sich. Aber wer natürlich investiert, ist klar im Vorteil und rennt den anderen davon. Also muss man eigentlich auch gar nicht so stolz drauf sein, wenn man viel Erfahrungspunkte hat, weil die hat man sich im Endeffekt eh nur erkauft. Und ja, da braucht man niemanden verurteilen, der wirklich nur die freien Sachen nutzt und sich Zeit lässt. Es soll Spaß machen und das ist das, worum es geht. Aber das war's von meiner Seite aus jetzt. Ei war scharf oder Ramses der Dicke? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Ramses der Dicke, soll ich mich umbenennen oder nicht? Das war's von dieser Seite, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.